Na, aber hallo. Moin, moin. Ja, bin jetzt schon ungefähr eine Stunde unterwegs hier in Litauen. An der Grenze ging es ziemlich schleppig. An der Grenze ging es ziemlich schleppend voran. Aber nicht, weil die kontrolliert haben. Haben die nie. Sondern da war eine Baustelle, wo ich immer bloß in eine Richtung durchgelassen habe. Schlagartig hat sich hier der Baustil verändert, wenn du hier über die Grenze kommst. Immer weniger als in Polen, dünner besiedelt als Polen das Grenzgebiet. Hier hast du alle 500 Meter mal einen Bauernhof oder sowas. In Polen hast du mehr größere Dörfer gehabt. Hast du aber hier auch schon ein paar gesehen. Aber meistens, wie hier gerade, ich habe da auf der alten Kamera. Da stehen drei Häuser, wie so ein großer Bauernhof im Viereck und das war's. Das ist ein Wechsel. Ja, Baustil, also die haben hier, zumindest nicht hier im Grenzgebiet, so eine billig russischen anmutenden Häuser, wie so Beton, aus Betonziegeln gebaut, sieht das aus. Aber auch so eine Holzhäuser, wie man die aus den russischen Märchenfilmen kennt. Da habe ich auch schon mehrere gesehen jetzt. Da hinten, bitte. Ja, ich will jetzt jedenfalls bis Vilnius durchfahren. Habe jetzt schon mal geguckt, wo ich eventuell übernachte. Auch direkt in der Stadt, ein irgendwo im Park werde ich mir einen Platz suchen. Da gibt es auch mehrere Parks, wo Parkplätze daneben sind, wo schon welche geschlafen haben. Erst mal sehen, wie sich das so aussieht. Und dann dachte ich, ich gehe heute mal noch dieses Gefängnis besichtigen. Alten Zehnstandgrundgang. Da müssen wir sehen, ob wir morgen uns dann auch noch was angucken oder ob man da auch wieder ins Grüne fährt. Schauen wir mal. Das fährt sich aber richtig schön hier. Absolut kein Verkehr. Tempomat rein hier auf der Landstraße, so gemütlich mit 90 langcruisen. Und kein Schwein drängelt oder bremst dich aus. Das ist so richtig entspannt. Litauen war ja seit, was weiß ich, 1700 noch was. Oder so gehörte das ja zum Russischen Reich. Ja, auf meiner Fahrt nach Vilnius bin ich jetzt hier zwischendurch, wie lange dauert, ist egal, mal angehalten, weil hier war, habe ich schon mehrfach gesehen, was so Aussichtspunkte oder Sehenswürdigkeiten oder sowas hindeutet. Dieses komische Viereck hier, dieses Autobahndrehkreuz, weiß nicht, wie man das Zeichen nennt, das hast du ja in Polen und Tschechien, habe ich das auch schon gesehen teilweise.
die weisen dich auf irgendwelche Sehenswürdigkeiten hin. Und darunter war das Ad-Zeichen, habe ich so gedeutet, dass man da eventuell auch irgendwo WLAN hat oder sowas. So haben sie es ja teilweise auch auf verschiedenen Plätzen verwendet, wenn da irgendwo was war. Gut, das Hotel hat ja freies WLAN, das probiere ich jetzt gleich mal, meine zwei Videos hochzuladen. Ja, sehr schnell ist es nie. 2, was MB pro Sekunde oder sowas hatte ich gehabt hier. 2,3 MB pro Sekunde im Upload. Oh, ich kann ja noch mal eine Stunde spazieren gehen dann. Hier gibt's einen Weg durch den Wald und dann kommst du in die Stadt da drüben. Aber da bin ich bestimmt eine Stunde unterwegs, wenigstens. Jedenfalls, und dort gibt's noch zwei Caches. Ja, hochgeladen 7%. Das andere ist bei 4%. Und wenn ich jetzt YouTube gehe, ich habe schon mal den Rechner ein bisschen rübergeräumt. Ja, es heizt sich sicher auf. Ich stehe hier voll in der prallen Sonne. Von daher sollte ich mich vielleicht doch auf den Hotelparkplatz stellen. Es stand kein Verbotsschild hier. Hier hast du übrigens Haufen Leute, die hier rumrennen. Du hast hier Minigolfanlage und ein Park hinter dem Hotel noch. Das ist so eine Art. Freizeitbeschäftigung. Das Park ist hier. Ja, gut, gehen wir mal gucken, ob wir da hinten einen Platz finden, im Schatten. Ich geh krachen. Ich bin jetzt nach Litauen gefahren, stehe eine Stunde hinter der Grenze und wollte gerade mal gucken, ob es hier ein Cache gibt, gleich hier irgendwo. Und da gucke ich hier rein, hier gibt es ein geologisches, also hier ein Earth-Cache. Gucke jetzt hier rein und der letzte Log-Eintrag von gestern. Gemeinsam mit Hello Kitty 137, Bergfex 2000 und Numanoid. Also Bergfex und Numanoid. Das sind die beiden, die in Dresden, ich sag mal, circa durchgehend weg, seit die angemeldet sind, 20 Cash pro Tag gemacht haben. Wenn du so durchrechnest, wie viel Cash die gemacht haben, das heißt, die müssten ja rein theoretisch jeden Tag unterwegs sein und Cash einsammeln ohne Ende. Und ich glaub's nie. Schon deswegen müsste ich dann mit dem Auto wahrscheinlich dann nochmal darüber fahren, dass ich mir den als nächsten hole. Ich krache. Gemeinsam mit Hello Kitty, Bergfex und Numanoid ging ich 9 Tage als Team Partybus
in den Cash-Urlaub. Diesmal führte uns unsere 4.588 Kilometer lange Tour durchs Baltikum. Wir trafen uns in der Röhrsdorf und sammelten Numanoid in Rodeberg am Bahnhof ein, bevor es dann das erste Mal durch Polen ging. Unsere erste Übernachtung hatten wir in Suwalki, das ist hier kurz vor der Grenze. Aufgrund der langen Fahrtstrecke bis dahin besuchten wir nur ein paar ausgewählte Caches an der Strecke. Am nächsten Tag ging unsere Tour bis Kaunas. Das müssen wir weiterblättern hier. In Litauen. Auf dem Weg dahin besuchten wir schon jede Menge Caches und am Abend schauten wir uns die Stadt Kaunas an. Hier besuchten wir auch die zahlreichen Virtuals vor Ort. Der nächste Tag führte uns bis Riga in Lettland. Auf dem Weg bis Riga wurde schon viel an vielen Caches gestoppt. Auch in Riga gab es wieder jede Menge Virtuals, die wir natürlich alle besuchen wollten. Aber auch jede Menge anderer Caches. Am nächsten Morgen starteten wir in Richtung Tallinn in Estland. Umso nördlicher, wie wir kamen, umso kälter wurde es. Und auch der Schnee nahm zu. Auch in Tallinn gab es für uns wieder viel zu tun. Natürlich lockten uns auch hier wieder die vielen Virtuellen. Am nächsten Tag ging es über die Webcam und den ältesten Cache Estlands in das kleine Städtchen Tartu in den Osten Estlands. Am nächsten Tag ging es wieder zurück nach Lettland in das Städtchen Daugavpils. Der nächste Tag führte uns dann in die Hauptstadt von Litauen nach Vilnius. Auch hier wurde wieder viel die zahlreichen Virtuals der Stadt. Ja, ich lese das jetzt nie alles vor, dann nimmt Gocki Ende. Aber ich gehe krachen eh. Ja, genau da drüben auf diesem Platz muss der Cache irgendwo sein. Aber die nächste Brücke ist zu weit weg zum Laufen. Ja, nie allzu weit weg hier ist ein Aussichtsturm. Da will ich jetzt mal hinlaufen. Und auf dem Turm waren die aber nicht, die waren halt am anderen Ufer. Da könnte man vielleicht auch klein mit dem Auto bis ranfahren. Aber ich geh krank. Du kannst wirklich, du kannst, wenn du, ich sag mal, zwischen Dresden und Berlin kannst du in jeden Cache reingucken. Den hat dieser Bergfekt sich schon geholt. Wobei, ich habe ja schon mal was drüber erzählt in irgendeinem Video. Rein rechnerisch gesehen müsste der 20 bis 30 Caches am Tag sich holen. Was eigentlich schon mal die Unmöglichkeit ist. Ich sag mal, selbst wenn man davon ausgeht, dass der nie arbeiten geht. Das Bild habe ich von dem irgendwo schon mal gesehen. Der sieht vom Alter auch so zwischen 50, um die 50, 60 aus so. Aber da möchte ja jeden Tag von früh bis spät nur unterwegs sein. Jedenfalls, ich will jetzt mal bis zu dem Aussichtsturm laufen. Und da gibt es einen virtuellen Cache. Da sollst du einfach ein Foto von dir oder beim persönlichen Gegenstand vom Turm oben machen als Logbedingung. Ja, mein Schaf habe ich zwar nicht mit, also mache ich ein Bild von mir.
Da nimmt ja gar kein Ende. Da werden die Personen gezählt, die gerade oben sind. Da spart man wahrscheinlich, wenn jemand reinkommt und zu viele sind. Ja, als ich hier davor stand, ging gerade zwei rein und erzählte nämlich zwei Personen mehr. Kosten wir heute ein litauisches Bier? Hm? Gut. Ja, und hier am anderen Ufer von der Memel, irgendwo da hinten, hat dieser Bergfex 2000 diesen Cash gelockt. Ich geh krachen. Da sind die jetzt mittlerweile auch bis hierher gekommen. Du kannst zwischen Dresden und Berlin auf alle Fälle findest du keinen Cache. Und den, der nie gelockt hat. Ja, es krabbelt sich der Weg her. Jetzt komme ich unten an der Memel lang und komme an dem Park hinter dem Hotel wieder raus. Bin ich leichtsinnig oder bin ich leichtsinnig? Der Baum hat ja schon einen Überhang gebaut. Ja, wenn das die Memel ist, dann war das hier früher die Außengrenze Deutschlands. Ganz schön weit weg. Dieser Bergfex, der gestern diesen Cache am anderen Ufer der Memel gelockt hat, über den hatte ich mich vor 2 Jahren in einem Video schon mal drüber ausgelassen. Der hat zigtausend Cache gefunden. Und ich hatte dann mal nachgerechnet, das heißt, seit der angemeldet ist,
musste er mindestens jeden Tag, das waren so um die 20 irgendwas, der muss jeden Tag um die 20 Caches gelockt haben und hat selber auch noch sehr viele auch selber versteckt. So viel Zeit kann man gar nicht haben. Selbst wenn der Rentner ist, selbst wenn der von Anfang an als Rentner unterwegs war und hier arbeiten musste, da wärst du ja jeden Tag auf Stress unterwegs, einen Cache nach einem anderen zu suchen. Also nie irgendwie mit Landschaft genießen oder sowas. Oder vielleicht die Zeit sich nehmen, diesen Boot hier hinterher zu filmen. Und über einen Cache von mir hat er auch schon mal gemeckert. Der Bergfex 2000. Der hat sich dran gestört, dass mein Cache 20 Meter neben den eingemessenen Koordinaten liegt. Oh Gott, die habe ich dann irgendwann mal berichtigt. Weil sich da auch andere aufgeregt haben. Aber der hat mir da eine bitterböse Mail geschickt damals. Jetzt schauen wir mal. Entweder das kostenlose Netzwerk wirft dich nach einer halben Stunde wieder raus. Und da ist nie allzu viel passiert mit Hochladen. Oder es geht noch. Das war mein kurzer Spaziergang am Rande von Biertannen hier in Litauen. Wenn es euch gefallen hat, drückt mal bitte auf Gefällt mir und abonniert meinen Kanal. Bis dann. Ciao. Ich hab's natürlich gewusst. Stand das Auto jetzt hier eine Stunde oder anderthalb? Ich weiß nicht, wie lange ich unterwegs war. Und der ist von 7%. Das 20-Video, was ich hochladen will, ist von 7% auf 8% gegangen. Weil ich vermute mal, der hat mich wieder rausgeschmissen. Oder hatte zwischendurch mal zu schlechten WLAN-Empfang, weil ich hier bloß zwei Striche habe.